Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Skyrim Staffel 10. Ich wollte gerade Staffel 9 sagen. Moin. Wir befinden uns dieses Mal an dieser Höhle hier, weil wir haben jetzt hier eine Quest, Leute. Tötet den Meister der Nacht. Dann haben wir die erledigt und danach würde ich gerne noch da hinten die Quest erledigen. Erkunde Druer Dachschanze und Berge Elfen zwei Händler der Lethargie. Der Lethargie, keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Haben wir gefunden, als wir einen Schatzsucher, einen toten Schatzsucher gefunden haben. Der hatte halt so eine Notiz von diesem Schwert dabei. Das werden wir uns auf jeden Fall auch noch gönnen gehen. Jetzt aber erstmal gehen wir hier in den südlichen Bruchbeinpass und holen uns den Meister der Nacht. So, erstmal schön den Zweihänder ausrüsten. Für die epische Schlacht. Garantiert auch epische Schlacht. Das wird wahrscheinlich jetzt einfach nur ratzfatz hier erledigt sein und dann ist gut. Dann gucken wir uns hier mal um. Und da unten ist der Pfeil, alles klar. Oh, Skelette. Damit kann ich ja nichts anfangen. Was soll ich denn mit Skeletten anfangen? Hallo! Wir hatten zwei Hände, eine Axt und ein Schild dabei. Alles klar. Wieso denn nicht? Ah ja, okay. Gut, die Falle wird mich eh nicht treffen. Ja. So. Und noch ein Skelett. So, Hallöchen. Hallo, Totenbeschwörermeister. Da bist du ja. Und tschüss. Gut, und das war's auch schon. Das war ja viel zu leicht. So, was hast du denn dabei? Oh ja, oh ja. So, okay. Hä? Wir haben die Quest erledigt. Wieso ist sie jetzt nicht... Hä? Hä? Hallo? Hä? Was ist jetzt hier verkehrt gerade? Hier, töte Meister der Nacht und das... Ach so, ein... Hä? Das ist ein Totenbeschwörer. Das war gar kein Vampir. Stimmt ja, wir suchen ja einen Vampir. Ja, moin. Aber der ist nicht hier. Aber der Questfall zeigt an, dass er eigentlich da stehen müsste. Okay, das ist sehr, sehr komisch. Natürlich kann es daran auch liegen, dass er hier noch den Platz des Meisters besetzt hatte schon. Weil wir waren ja hier ja schon einmal. Kann natürlich jetzt sein, dass der Meister der Nacht erst jetzt spawnt, wenn wir irgendwann nochmal hier vorbeischauen. Eisenpfeil, blutige Lumpen und irgendein Aschehaufen. So, hier geht's aber noch weiter. Oh, und eine Truhe. Mächtiger Seelenstein. Den Stab möchte ich nicht. So was sieht man auch nicht alle Tage. Hast du gerade irgendwas gesagt, Aela? Dann habe ich es eben nicht mitbekommen. Warum haben die alle zwei Sachen dabei? Also zwei Schilde, zwei Äxte. Der jetzt nicht. Okay, der Seelenstein hat sich gerade selbst abgeschossen. So kann man das natürlich auch machen. Gibt es jetzt hier noch was? Also ich komme irgendwann hier nochmal zurück. Vielleicht ist ja dann der Meister der Nacht hier. Und ansonsten war es das hier schon oder was? Dann gehen wir jetzt auch wieder. Wie sieht es denn mit meiner Traglast aus? Ja, das ist noch auf jeden Fall okay. So. Ja, moin. Nee, ist komisch einfach nur, dass der nicht da war. Aber wie gesagt, wahrscheinlich spawnt er jetzt irgendwann mal nach dann. Und dann ist er ja bereit für den Zweikampf. Oder eher wohl 8 gegen 1. Das dürfte es wohl eher treffen. Wie wäre es mit einer Jagd? Wir kommen da gerade her. Mein Freund, wir kommen da gerade her. So, Druer Dachschanze. Reisen wir dahin und holen uns jetzt noch den Elfenzwohänder oder Einhandschwert. Oder so. Und das scheint ein Abgeschworenenlager zu sein. Das haben wir schnell geregelt.
Trua Darshan See. Hallöchen. Hä? Könnt ihr mal aufhören, mein Pferd anzugreifen? Wieso greift ihr nur mein Pferd an? Könnt ihr das jetzt mal lassen? Jetzt ist aber mal Schluss hier. Ja, dann geh aus dem Weg. So, sind wir jetzt hier fertig? Sorry, wenn ich dich eben angegriffen habe. Wo bist du denn jetzt hin? Wieso haben die mich nicht angegriffen? Wieso sind die nur auf mein Pferd los? Egal, was soll's. Interessiert mich jetzt auch nicht mit diesem Tod. So, gehen wir mal Rinder. Hey, Moment mal. Hier waren wir schon mal, und zwar in Staffel 9.5 haben wir den Ort entdeckt, und das ist doch der Unterschlupf von unseren Freunden aus Staffel 9, Sidnamin und so, die Abgeschworenen, die aus Markat geflohen sind. Ja, wieso haben die denn jetzt angegriffen? Wir sind doch Komprende, wir sind doch zusammen ausgebrochen in Staffel 9. Hä? Für die Leute, die die Staffel 9.5 übersprungen haben, ist es noch gar nicht so lange her. Ein paar Folgen. Beeindruckend. Verdammt beeindruckend. Ja, ist cool, ne? Aber guck mal, die sind doch friedlich. Hi! Reach wird wieder uns gehören. Ja, Reach wird wieder uns gehören, Ruhm genau. Und Ehre in Abgeschworenen. Ja, Ruhm und Ehre den Abgeschworenen. Hallo. Reach wird wieder uns gehören. Reach wird wieder uns gehören. Ah, ich hab's vermisst. Madanach, bist du das? Madanach. Wir sind doch alte Freunde aus der Sidnamine. Hallo. Hi. Ich komme und möchte gerne was mitnehmen. So, ich bediene mich mal. Danke dafür. Das ist so gut, dass sie unsere Freunde hier sind. Dann kann ich mich einfach wirklich hier an die Truhe machen und es juckt einfach kein. Das Gold haben wir auch noch mitgenommen. Damit können die eh nichts anfangen. Ist aber echt eine coole Höhle. Also, sie hat mir echt gefallen. Die ist zwar nicht groß, aber die ist echt schön. Und eine Ziege, genau. Die Ziege. Wer kennt sie nicht? So, dann werde ich jetzt die Quest nochmal inaktiv schalten. Die mit dem Tötet den Meister der Nacht oder so. Den Vampirtypen. Weil der ist ja anscheinend noch nicht da. Oder beziehungsweise er spawnt. Ist noch nicht gespawnt. Ja. Hoppala, Drachenblut? Ja, mal gucken. So, das hätten wir. Das heißt also, ich reise jetzt mal noch zu Redorans Zuflucht. Denn da gibt es nämlich auch noch ein Ort, den wir nicht erkundet haben. Den habe ich offscreen auf dem Kompass gesehen. Der war auch noch unentdeckt. Und da würde ich jetzt noch gerne hingehen. Ist nur ein Ort, glaube ich. Also hoffe ich. Kann sein, dass es auch mehrere sind. Und zwar hier, genau, da hinten. Dieses Symbol. Und da hinten fliegt eine Wache rum. Das gefällt mir mal nicht. So, hoffentlich greift er uns nicht an. Und wenn doch, hat er ein Problem. Denn, okay, aktuell ist eh nur Nikolai bei mir. Hallo? Egal, wenn der landet, dann hat er eh, ist er eh erledigt. Oh doch, da gibt's noch was zu entdecken. Noch eine Hütte. Ja, dann gehen wir da natürlich auch noch hin. Aber wir geben jetzt mal ein bisschen Gummi. Oh, ich muss aufpassen. Oh, hier ist ein Gegner. Ein Säbelzahntiger. Ein toter Säbelzahntiger. Das dürfte es wohl eher treffen. So, gibt's denn hier irgendwas Schönes? Ein Jäger. Ein paar Dietriche. Und ein paar Eisenpfeile. Und eine Expertendrohne. Naja, was soll's. Kriegen wir alles hin. Okay, ich hoffe mal, der Drache ist friedlich und wir können einfach jetzt unsere Wege gehen. Oh, da oben ist ja noch ein Drache. Nein, geh weg. Oh, und er will kämpfen. Alles klar. Oh. Oh, hallo. So, dann muss er halt eben dran glauben. Hoppala.
Schenke mir deine Seele. So. Okay. Ah, da oben gibt es noch eine Hütte, die würde ich sehr gerne auch noch mitnehmen. Die Drachenseele wurde aufgenommen. Oh, Entschuldigung. So, was haben wir denn hier oben? Ah, den Drachen da oben will ich aber wirklich meiden. Was ist denn das? Oh, Grafikfehler. Nicht so toll. So, hier lebt jemand. Trelas Hütte entdeckt. Ich schätze mal, wir sollten wieder gehen. Und zwar zu Alchemisten. Was, wenn Feinde in der Nähe sind? Wo sind hier Feinde? Och, was, wen habt ihr denn jetzt schon wieder geholt? Was ist jetzt denn hier schon wieder ein Feind von uns? Da unten, der Hirsch oder was? Das kann doch nicht sein. Jetzt, ich würde gerne weg hier. Und zwar, oh, ich bin schon ganz verwirrt. Und zwar würde ich gerne zur Alchemistenhöhle, danke. Was war das denn? Ah, mal wieder ein paar Drachenknochen und Schuppen sammeln ist vielleicht nicht verkehrt, weil wir haben ja einiges für die Rüstung verbraucht. Was? Da oben ist noch ein Dungeon? Und da ist der Drache, das Drachensymbol. Da oben ist ein Dungeon? Oh, guck mal einer, guck. Vielleicht kann es sein, dass wir nur zum Drachen gelangen, wenn wir durch den Dungeon gehen. Aber ich glaube mal, da war mal ein Weg. Boah, es ist ja echt häufig am Regnen hier. Ist wahrscheinlich gerade so die Regenzeit. Das hoch. Was gibt's dann? Kann ich gerade nicht. Und zwar in 9 Minuten. Boah, hab ich mich gerade erschrocken. Banditengesetzlose. Boah, was? Boah, da kam meine Mutter ins Zimmer, ey, und stupst mir so hinten auf die Schulter. Erstmal mit der Kackwurst mit der Höhe. Alter. Okay, das war doch leichter als gedacht. Okay, hier oben geht's entlang. Mal gucken, ob wir da irgendwie hinkommen. Oder wir müssen halt durch den Dungeon durch. Ein Höhlenbär, der uns nicht sieht? Hä, wer sieht uns denn? Doch, es ist bestimmt der Höhlenbär. Wer soll's denn sonst sein? Hier, mal friss mein Pfeil. So. Das tut mir sehr, sehr leid. Oh, Alter. Ich muss echt mal gucken, dass ich ausdauer wieder skille. Das ist ja ätzend. Bin ich ja sowieso dabei, gerade wieder ein paar Punkte dafür herzugeben. Also wenn wir ein Level aufsteigen. So, hier geht es hoch. Und da oben ist der Drache. So, voilà. Jetzt habe ich den Übungsfeld ausgerüstet. Wie habe ich denn das gemacht? Erwischt. Und erwischt. Der zweite hat auch gesessen. Oh. Das war jetzt aber gerade nur Zufall, dass ich ihn so getroffen habe. Alter. Dann geht das einmal richtig los. Einmal richtig drauf schießen. Wenn alle sieben hier drauf schießen, ist der Drache eigentlich schon erledigt. So,
noch schenke mir deine Macht, aber anscheinend kommen wir hier nicht zum Dungeon. Schätze ich mal. Wahrscheinlich ist es jetzt genau umgekehrt. Wir müssen jetzt hier hin, um zum Dungeon zu gelangen. Das würde natürlich auch gehen. Machen Seele aufgenommen. Ja, das ist schön. Jetzt müssen wir noch den Eingang finden. Den Eingang. Hier. Haben wir ein Elixier des Waffenschmiedes. Alles klar. Da können wir kochen. Ist aber nicht wirklich nötig gerade. Hier scheinen wir falsch zu sein. Kann das sein? Oh, und ein Lehrlingsbuch noch gefunden. Cool. Nehmen wir aber diesmal nicht mit. Small Sack. Ah, da fällt mir ein. Ich habe ja noch ein Mod installiert, wo es Rucksäcke gibt. Oh mein Gott, ich habe gerade gedacht, ich sterbe jetzt. Ich habe tatsächlich ein Mod installiert, wo es jetzt Rucksäcke gibt. Die nochmal ein bisschen Traglast schenken. Also, ich weiß leider nicht, wie viel Traglast. Da muss ich jetzt ehrlich sagen, habe ich nicht geguckt. Wieso? Ich trage zu viel, oder wie? Das ist nicht wahr, oder? Oh, zum Glück kommst du als Erster. Bin immer noch da. Ich möchte einige Dinge mit euch tauschen. Was soll ich nehmen? Du nimmst jetzt einiges, und zwar 6x Drachenknochen und 6x Drachenschuppen. Ihr geht... Geht vor? Ja, ist okay. Schon allein, dass du so viel jetzt dabei hast und mit dir trägst, können wir wahrscheinlich erstmal den Dungeon knicken, weil der ist bestimmt wieder riesig groß. So. Hier haben wir noch die Truhe, Stahlpfeile, Schuppen, Dings Alchemie und so. Brauchen wir nicht. Wort der Macht gelernt, Leben, Todeszeichen und Wort der Macht Leiden, Lebenskraft entziehen. Und was? Nochmal? Leiden, Lebenskraft entziehen erneut. Okay. Drei Schreie oder was? Okay, aber hier kommen wir tatsächlich nicht zum Dungeon hin. Das heißt, wir müssen irgendwie außen rum gehen. So, jetzt würde Aela für mich hinhalten müssen, wenn wir was zum Tragen haben. Weil... Sie schicke ich ja, denke ich, als erstes mal nach Hause, wenn wir dann mal mit wenigen Begleitern spielen. Weil es kann ja sein, mir ist wie gesagt einmal das Spiel abgestürzt, dass es wahrscheinlich daran lag, dass es eben mit den Begleitern ein bisschen zu übertrieben war. Bis jetzt läuft aber alles gut, aber trotzdem. Dann will man doch lieber auf Nummer sicher gehen. Ah, Momentchen mal, vielleicht geht's hier oben zum Dungeon. Wir gehen mal hier hoch. Sieh mal einer an. Ich glaube, wir sind sogar hier richtig, oder? Egal, der Part ist eh gleich vorbei, aber trotzdem. Wir schauen da mal vorbei. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg hier, oder? Das war jetzt aber gerade Zufall. Ich wollte eigentlich ganz anders da laufen. Meine Kollegen brauchen eh anscheinend noch ein bisschen, bis sie wirklich hinter uns sind. Ja, ich glaube, wir sind hier richtig. Ja, wir sind hier sowas wie von richtig. Was? Och nö, das ist doch nicht wahr. Und noch ein Drache. Warum denn nicht? Natürlich. Oder da war ein Drache, der ist irgendwie abgehauen, weil er keine Lust mehr hatte. Aber hier ist auch ein Drachengrab, also passt es. Ne, Moment mal, das ist kein Drachengrab. Ach du meine Güte, wo kommen wir denn hier überall hin? Oh! Momentchen mal. So läuft das aber nicht. Mein Freund, wo wolltest du denn hin? Eben jetzt Schwert mitgenommen. Da kommt der Drache wieder. Oh, es ist ein verehrter Drache. Lang ist's her, aber der scheint uns völlig zu ignorieren. Alles klar. Gut, Leute, aber ich würde erstmal sagen, hier ist jetzt aber auch erstmal noch nicht ganz Schluss. Wir gehen mal noch kurz hier entlang. Mal gucken, was hier so ist. Wo kommen wir denn hier hin? Ach du meine Güte, ist das hier riesig. Das ist aber auch mega cool. Hier sind Eistrolle. Ein paar Stück. Das ist ja eine riesige Ruine.
Oh, den nehmen wir mal mit. Moment mal, da stimmt doch was nicht. Wieso haben wir so wenig Ausdauer? Das kann doch gar nicht sein. Ich habe keinen Effekt jetzt irgendwie, dass meine Ausdauer verringert. Aber es kommt mir so vor, als hätten wir null Ausdauer. Ein toter Nord hier und eine Truhe. Wie wir jetzt einfach mal den Drachen in Ruhe gelassen haben. Sie hat uns ja eh nicht bemerkt. Da seid ihr ja alle. Sehr schön. Ich habe die Rolle hier schon längst erledigt. Wir kommen zu spät. Aber wo kommen wir denn hier hin? Das ist ein anderer Weg in die Ruine. Kann ja gut sein. Aber das ist geil. Das gefällt mir richtig gerade. Goldene Halskette. Ach komm, Halsketten haben wir genug. Hey, aufpassen. Ja, da tut mir leid. Wenn ihr so ein Ticken im Hintergrund hört, keine Angst. Das ist nur, ein Timer von mir. Normalerweise stelle ich den gar nicht. Ich glaube, wir sind wieder woanders da tatsächlich. Ah, Tatsache. Okay. Okay, es gibt zwei Wege zur Ruine. Wir sind jetzt beide abgelaufen. Das heißt, wir gehen wieder zurück. Dürfte dann eigentlich passen. So, jetzt meine Ausdauer schon wieder leer. Gut, aber da sich hinten der Drache aufhält, würde ich sagen, beende ich jetzt erstmal hier den Part, weil hier haben wir unsere Ruhe. Und dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Skyrim. Macht's gut. Ciao.